Abend, liebe Radelfreunde. Es ist jetzt 6:30. Hab doch recht gut, zwar beengt hier drin geschlafen. Der Schlafsack ist klasse, mollig warm. Das Zelt, naja, groß, oder der Biwaksack, groß bewegen ist nicht. Aber es geht und es ist trocken, warm und hat ein Dach über dem Kopf. Durch das Gestänge ist die Freiheit über dem Kopf doch recht groß, so dass man nicht irgendwie Platzangst direkt kriegt. Aber ansonsten ist es extremst minimalistisch. Und ich glaube, auch dafür ist es super gut geeignet. Wenn man minimalistisch unterwegs ist, gar kein großes Gedöns mit hat, was man irgendwie unterstellen muss, weil selbst die Lenkertasche hier unterbringen, hier oben, nimmt sie Platz weg. Ich hätte sie doch irgendwie unten ins Fußende platzieren sollen, aber trotzdem, da sind immer Sachen drin, wo man doch mal gerne dran möchte. Muss ich mal gucken. Muss ich mich anders organisieren, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Aber ansonsten, ja, geht. Für eine Nacht definitiv okay, für mehr nur mit dem Akku von VD, mit dem 2P. Das sind zwei Personenzelt, 2,30 Meter lang, 1,20 Meter breit. Da kann man sich dann auch entsprechend breit machen, die Taschen mit reinnehmen. Die hängen jetzt alle mit dem ganzen Gedöns am Fahrrad. Als dunkel war, konnte ich nicht alles wegpacken, weil die Nachtruhe dann auch schon da war. Also das hätte ich schon alles gerne irgendwie im Zelt gehabt. Naja, gut, gut. Ja. Ich werde mich jetzt so langsam fertig machen, mir einen Kaffee und ein Frühstück machen. Und dann werden es heute wieder ca. 110 Kilometer. Und mal sehen, was der Tag so bringt. Aber jetzt werde ich es erstmal langsam angehen lassen. Jo. Keine Wolke am Himmel. War auch gestern Nacht ein wunderschöner Sternenhimmel hier, den man beobachten kann, wenn man die Mücken eingelassen haben, die haben einen versucht aufzufressen. Naja. Platz ist okay. Die Örtlichkeiten sind direkt hier in der Nähe, deshalb war da auch in der Nacht reger Verkehr, aber die Leute haben sich alle entsprechend gut benommen und es war nicht so laut. Also ich bin nur ein- oder zweimal wach geworden, weil die Tür zugeschlagen ist. Ist so passiert. Alles gut. Ja. Dann gucke ich mal, dass ich langsam in die Gänge komme. Guten Morgen, liebe Radelfreunde. Es ist Sonntagmorgen, jetzt ist es 8 Uhr. Man hört die Kirchenglocken im Hintergrund. Und frisch geduscht mache ich mir jetzt Frühstück. Meine Nachbarn, die schlafen noch, deshalb mache ich hier noch nicht so ein ganz großes Radau. Also zwischen 9 und 9:30 spätestens will ich hier vom Acker sein. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt gleich über den Bäumen kommt, dass ich ein paar Sachen noch trocknen kann, Handtücher und so weiter. Aber für einen Tag kann ich es sicherlich auch nass einpacken und dann zu Hause trocknen. Ja, Kaffeewasser ist schon aufgesetzt. Es gibt Rührei und der Rest von der Sucuk mit den Zwiebeln, die packe ich mir dazu. Dazu habe ich noch zwei Brötchen und das soll dann gleich mal mein Frühstück werden und Kraft für die nächsten 110 Kilometer geben, die es bis Duisburg sind. Naja. Der Tag wird garantiert schon klasse. Vom Wetter her auf jeden Fall. Ich werde mich gleich mal kräftig noch einschmieren, deshalb habe ich auch noch nicht meine Radarsachen an, zumindest das Shirt noch nicht, damit ich gleich das eben in Ruhe machen kann, ohne hier großes Radau zu machen. Dann packe ich alles zusammen und dann geht es wieder auf die Piste.
Es ist angerichtet. Heute esse ich mal direkt aus dem Topf. Spare ich mir das Tellerspülen. Und Kaffee und Frühstück mit so einer Aussicht hat doch was. Da unten fließt übrigens direkt unterhalb des Zauns die Ruhr. Luftlinie keine 30 Meter weg. Und es ist hier noch eher totenstill auf dem ganzen Platz. Ich mache mich nach dem Frühstück ans Spülen, ans Zusammenpacken. Und dann werde ich aufbrechen. Ich denke wohl, es wird eher etwas später als gedacht, also eher 9:30. Naja, ist dann halt so. Ist Wochenende und ich bin nicht auf der Flucht. Liebe Radlfreunde, der Zossen ist gepackt. Jetzt geht's los. Dummerweise wesentlich später als geplant. Jetzt haben wir 20 vor 11. Es ist also nicht das 12 Uhr Geläut, sondern die läuten jetzt zur Messe. Aber naja. Ja, wie das so ist auf dem Campingplatz. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, lieber Rainer, gib mir einen Tipp, wie du das schaffst, dass du morgens immer so früh wegkommst. Ich krieg's nicht hin. Ja, gespült, gepackt, Platz ordentlich. Und jetzt geht's aufs Tour. Ich habe mich unterwegs mit jemandem verabredet, der mir mit seinem E-Bike entgegenradelt. Also jetzt muss er weiterfahren, damit wir uns treffen. Oder ich muss ein bisschen schneller in die Pedale treten. Je nachdem, wie es wird. Es ist schon scheiße heiß. Jetzt schon um 11 oder kurz vor 11. Aber naja, muss man halt durch. Ist das Wetter schlecht, beklagen wir uns auch. Also dann lieber so als anders. Ja, dann würde ich sagen, packen wir's. Ein Stück fahre ich jetzt den gestrigen Weg wieder zurück, bis auf den Ruhrtalweg. Ist zwar ein Stück in entgegengesetzte Richtung, aber ich hätte auch andersrum fahren können. Aber da hätte ich noch einen Hügel hochgemusst. Das habe ich mir mal gekniffen. Da vorne geht der Abzeichen, dann bin ich wieder auf der alten Strecke. Und dann ist alles wieder im Lot. Sonne scheint, es ist warm. Mal gucken, was heute geht. Sonntag, kurz vor 11. Und hier um Ruhrtalweg ist schon mächtig was los. Ganze Familien, wo sogar die Kinder mit E-Bikes unterwegs sind. Das ist schon krass. Naja, muss jeder selbst wissen. Zum Campingplatz, kurz gesagt. Ich habe für die drei Bier 10,50 bezahlt. 2,10 Euro für drei Duschmarken, davon habe ich eine zum Spülen fürs Warmwasser benutzt, heute Morgen. Gestern habe ich kalt gemacht, weil die wollte ich dafür jetzt nicht opfern. Naja, und das Zelten hat 12,50 Euro um den Dreh gekostet. Also von daher alles im preislichen Rahmen. Toiletten waren extrem sauber. Der Platz, eine gepflegte Anlage. Also wer in der Gegend ist, Campingplatz Ruhrtalblick, Iserlohn an der Ruhr, kann ich wärmstens empfehlen. Wenn ich aufs Garmin gucke, sind es jetzt knapp 100 Kilometer. Und neben mir rauscht wieder der Zug vorbei, der die gleiche Strecke fährt. Das ist unfair. Muschelig warm in der Sonne. Ich habe mich ordentlich eingeschmiert. Ich hoffe, es hilft. Ich werde es wahrscheinlich heute noch ein paar Mal machen müssen. Ich habe direkt schon in die Trinkflaschen Magnesium gepackt, weil heute Nacht hatte ich Gott sei Dank nicht ganz so heftig, aber ich hatte ein paar Krämpfe. Ich habe immer das Problem, dass ich an den Oberschenkeln auf der Innenseite Krämpfe kriege. Also unangenehm.
Besonders, wenn man im Schlafsack ist und dann auch noch in so einem kleinen Biwakzelt, wo man sich nicht bewegen kann. Naja, habe aber dennoch ganz gut geschlafen, so 4-5 Stunden. Bis nach Hause reicht's. Da dümpelt die Ruhr so gemütlich vor sich hin. Durch ausgedehnte Auen und schöne Wiesen. Und da geht's für mich weiter. Ja, hier auf dem Ruhrtalweg ist Verkehr wie auf A40. 2 Meter rechts von mir fließt die Ruhr. Erinnert mich irgendwie an den Jade-Ems-Kanal oben in Wilhelmshaven. Sieht eher aus wie ein stehendes Gewässer. Und viele Gänse, die sich hier am Wasser austoben. Links die Ruhr auf dem Radweg, der im Moment was leerer ist, bin ich. Weil irgendwie fahren die anderen einen anderen Track. Aber der Ruhrtalweg geht definitiv hier lang. War vorhin auf dem Boden markiert. Da hinten erscheint. Da war was mit historischer Altstadt. Vielleicht sind die Leute dahin unterwegs. Abends zu gibt es auch mitten im Ruhrgebiet so einen kleinen Ort. Das ist das Haus Schwerte. Cool. Ja, für mich geht es jetzt weiter in Richtung Hohensieburg, wo die Spielbank ist. Aber zum Zocken keine Zeit. In dem Haus Schwerte ist die Ruhrakademie untergebracht. Links zu einem Sperrwerk. Ich denke mal auch ein Wasserkraftwerk. Hier erinnert mich das schon fast ein bisschen ans Altmühltal bei Kelheim. Mensch, ist das schön hier. Ich bin jetzt kurz vor Hohensieburg, wo das Spielcasino ist. Hier wird schon die Ruhr wieder zu einem See aufgestaut, einer von vielen. Die Ruhr dient ja auch der Trinkwassergewinnung und der Stromerzeugung. Das ist ein Sturzwasserkraftwerk. Dort oben ist die Hohensieburg. Da ist auch irgendwo die Spielbank. Da nochmal das Sturzwasserkraftwerk. Und dann das Domizil direkt am See. Hat was. Der See ist übrigens der Hengstei-See. Oder so ähnlich ausgesprochen. Keine Ahnung. Hier ist Absteigen angesagt, aufgrund der Menschenmassen auch ganz okay. Da schiebt man mal. Nach dem Stauwehr fließt die Ruhr dann ganz gemütlich weiter zum nächsten.
Hamburg wieder zum See aufgestaut. Müsste der Harkotsee sein. Ja, jetzt bin ich hier irgendwo in Herdecke. Da ist das Stauwehr, wo ich gerade rüber bin. Und Wetter ist das nächste Zwischenziel in 7 Kilometern. Da vorne habe ich mir gerade eine Kleinigkeit gekauft und gönne mir jetzt ein Eis und schnecke schnell, bevor es wegschmilzt. Ist nämlich wieder sauwarm. Nachdem ich mir jetzt am Hengstenaisee das Eis gegönnt habe, um ihn ein bisschen abzukühlen und der Kohlenhydrate halber und des Geschmacks, weil es lecker war, geht es jetzt weiter entlang der Ruhr bis zum nächsten See, das ist der Harkotsee, und dann geht es in einigen Schleifen runter weiter in Richtung Hattingen und Essen, aber bis dahin dauert es noch. Bis nach Hause sind es jetzt noch 82 Kilometer. Herdecke scheint aber auch kein schlechter Fleck zum Wohnen zu sein. Schöne Siedlung hier direkt an der Ruhr mit Park. Nicht schlecht. Was ein herrlicher Stückweg zwischen Herdecke und Wetter an der Ruhr. Da kommt jetzt Wetter an der Ruhr in Sicht. Da sonnt sich ein Kormoran. Gerade düse ich durch Wetter. Noch 75 Kilometer. Also wenn hier das Wetter gemacht wird, dann haben die jetzt einen ordentlichen Job getan. Wetter ist sowas von geil. Macht richtig Spaß. Bisschen kühler könnte es sein. Zeit, ein neues Kapitel im Bikeline aufzuschlagen. Und dann sieht man auch sowas. Hübsche kleine Burg über dem Ruhrtal. Ja, da sieht man die Hütte mal von der anderen Seite. Gar nicht so schlecht. Als ein Familienhäuschen ganz okay, wenn man sich ein bisschen einschränkt. Wieder so ein Ding. Trinkwassergewinnung, aber keine Möglichkeit für Radfahrer,
Flaschen zu füllen. Guck nach Düsseldorf, da geht's. Hier direkt hinter Wengern geht's entlang einer Bahntrasse an der Ruhr entlang durch ein Naturschutzgebiet. Und hier sind wunderschöne Auen zu sehen mit allem möglichen an Pflanzen. Richtig schön. Wir haben jetzt 14:45, sind noch 70 Kilometer oder etwas weniger. Und in circa 600 Metern kommt eine Fähre, die führt über den Harkortsee. Nee, stimmt gar nicht. Kemnader See. Harkortsee ist ja schon hinter mir. Sind jetzt noch 65 Kilometer. Wow. Nach vorne gucken, nicht immer noch nach unten. Aber in knapp 10 Kilometern erwartet mich eine kleine Überraschung. Dazu später mehr. Und wie ich sehe, kann ich mir Zeit lassen, die Fähre scheint gerade auf der anderen Seite zu sein. Ja, die erwähnte Fähre fährt jetzt hier über die Ruhr und das finde ich total genial. Der Fährpreis ist, zahle was es dir wert ist. Und das finde ich eine gute Sache. Und es sind reichlich Fahrer hier heute auf der Fähre. Kleine Kreuzfahrt inklusive. Nein, noch nie. Wir waren hier in der Ja, jetzt bin ich gerade mit der Fähre übergesetzt. Schon wartet ein Biergarten, aber nicht meiner. Hier fahre ich jetzt nicht rein. Ich will einfach gucken, dass ich den großen Pulk hier vor mir wegfahren lasse. Die ganzen E-Fahrer sollen sie doch Gas geben. Ach, da hinten ist die Ruhr-Uni Bochum. Unverkennbar mit den großen Gebäuden. Und ein Schwalbe-Reifenautomat. Ja, da kann ich direkt sagen, ich habe unterwegs so an vier oder fünf Stellen so Reparatursäulen gesehen, wo angekettetes Werkzeug war für die notdürftigsten und wichtigsten Reparaturen am Rad. Und da muss ich sagen, finde ich schon wieder recht tolle Angelegenheit. Auch da können sich viele andere Radwege eine Scheibe von abschneiden, wenn man als Hobbyfahrer nicht immer alles dabei hat, kann man wenigstens so an einigen Stellen ein Schräubchen anziehen oder so. Ich habe meinen Kram in der Regel dabei, das Wichtigste, weil wenn man eine Panne hat, ist so eine Säule garantiert nicht in der Nähe. Das habe ich schon gelernt. Ja, jetzt geht's Richtung Kemnader See. In 26 Minuten bin ich da, wo ich hin will. Und zwar schon am anderen Ende von dem See, wo jemand auf mich wartet. Ja, und bunte Zeltstädte gibt's auch auf der Strecke. Ja, hier am Kemnader See ist es jetzt ein bisschen knifflig. Hier findet noch irgendwie parallel so ein Lauf statt, rund um den See. Und man teilt sich mit den ganzen Läufern den Radweg. Aber okay. Da scheint wohl die Besenradler gewesen zu sein. Ja, bis zum Treffpunkt sind es jetzt noch
6,5 Kilometer. Und knapp unter 60 nach Hause, 50 sind jetzt weg. Oh Scheiße, da habe ich mich wohl ein gutes Stück verfahren. Und wieder eine schöne Burg. Die ist gegenüber von Bochum-Stiepel. Und da lang geht es jetzt. Noch ein paar Kilometer. Kann ich mich hier hinstellen? Ja, klar. Okay. Aufpassen, dass es nicht so auf halbem Weg bin ich jetzt eingekehrt und das hat einen guten Grund, weil mir ist jemand entgegengekommen. Und zwar der Andreas. Hi. Hi. Ja. Andreas und ich kennen uns schon seit x Jahren vom Fotostammtisch. Vielen Dank. Und ja, jetzt radeln wir ein Stück gemeinsam. Er ist mir ein Stück entgegengekommen, ich mit meinem OSA, Oberschenkelantrieb, und er mit seinem Elektroantrieb. Aber egal, die nächsten 40 Kilometer, waren er 40? Werden wir jetzt gemeinsam meistern. Finde ich eine tolle Überraschung. Und da Halbzeit ist und ich noch gar keine Mittagspause gemacht habe, werde ich mir jetzt kühle Getränke zugute führen. In dem Fall Weizen alkoholfrei und Wasser zum Nachtanken. Prost Gemeinde, Harry Seuf. Prost Andreas. Ja, liebe Freunde, jetzt zu zweit radelt es sich leichter, besonders wenn eine Kollegin E-Antrieb hat. Hier am Stiepler Hof hieß das, Andreas, ne? Ja, da hat man mir nach der Einnahme eines Kaltgetränkes, eines isotonischen Kaltgetränkes auf Hopfenbasis und eines Wassers auch meine Wasserflaschen wieder aufgefüllt, so dass ich jetzt wieder mit vollen Tanks unterwegs bin. Es war gerade Halbzeit, also jetzt sind es noch schlappe 55 Kilometer bis nach Hause. Hier geht es lang weiter entlang des Ruhrradweges. Ja, Andreas ist gnädig, er lässt mir einen Vorsprung. Um mich das Tempo machen. Also war nichts mit dem Windschatten fahren. Naja, weiter geht es hier entlang eines gut ausgebauten Radweges. Entlang des Beideneisees. Immer mal diverse Bergwerkstollen hier an der Seite. Ist halt schließlich Ruhrgebiet. Sind hier jetzt mitten im Pott. Kohlerevier. Und hier waren die Flöze noch relativ weit oben. Wie gesagt, der hat jetzt von 5 Strichen hier auf dieser Batterie einen weg nach 40 Kilometern. Weil ich eben die kleine Unterstützung, das heißt Eco, also die kleinste Unterstützung noch fahre. Und dann gibt es hier Balken, der hier hochgeht. Da sehe ich, wie stark er unterstützt. Und der steht jetzt bei so einer Sache wie hier total unten. Also eigentlich macht er so gut wie gar nichts. Ne? Das ist wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Gewicht des Fahrrades, was hier kompensiert wird. Mehr ist es nicht. Aber das, ja gut. Was wiegt der ganze Kram? Ich muss genauso schalten, als wenn ich also ohne Unterstützung fahre. Ja? Denn sonst saugt der Akku sich auch leer. Ne? Das wiegt 24,5 Kilo mit Akku.
Ja, das ist 10 Kilo schwerer als der hier. Ja, das andere Rad wiegt 40 Kilo, was ich habe. Genau. Mein schwarzes, das Alltagsrad, wiegt 18 schon nackt. Ja, das ist ja auch ein sehr massives Rad, ne? Ja, das war ja. Was ist das für eine Marke jetzt hier? Das ist Rose. Rose, ja. Aus Bocholt. Und das andere ist Kalkhoff. Ein gutes Rad, bin damit auch höchst zufrieden, aber halt, wenn ich so mit dem machen würde, ne? Hier rappelt nichts. Bei dem würde ich schon liegen. Und auch da vorne diese Barriere, vorne machen. Jetzt gerade sind wir hier an Hattingen vorbeigefahren. Man konnte die Henrichshütte zwar sehen, ehemaliges Thyssen-Stahlwerk, mittlerweile schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren außer Betrieb. Also hat es nicht gelohnt, wirklich zu filmen. Das war auch zu diesig da drüben. Aber hier in Hattingen habe ich meine Tour über die Bahntrassen gestartet. Also von daher auch ein guter Startort. Naja, jetzt geht's weiter hier auf der Trasse. Vorbei am Campingplatz. Ruhrcamping ist hier überall ganz groß drin. Da hinten kann man die Überbleibsel der Henrichshütte sehen. Hier wurde Stahl gekocht bis in die 80er. Und dann ist es jetzt mittlerweile ein Industriepark geworden. Lohnt sich mal anzuschauen. Und für uns geht's, wenn wir von der Brücke runter sind, da unten entlang der Ruhr weiter. Und hier rauscht die Ruhr herunter. Essenburg-Altendorf ist als nächstes hier angezeigt. Dann kommt Mülheim und dann kommt schon Duisburg. Aber wenn ihr denkt, das geht jetzt hier auf geraden Wege und eben mal so locker flockig, nein, 45 Kilometer sind es noch. Ruhig mal gucken, oder? Könnte helfen. Aber sie hatte noch niemals ein Handy. Jetzt kommt die Überraschung. Jetzt müssen wir erstmal die. Ich bin jetzt mega gespannt, weil ich weiß von nichts. Weil dieses Fahrrad ist ja ein super Fahrrad. Mit allem Komfort und zurück. Es gibt auch Werkzeug hier, wenn ich es dann mal hier rauskriechte. Werkzeug brauchen wir jetzt für den Harry. So. Das hört sich irgendwie an und fühlt sich an wie isotonisches Kaltgetränk. Wenn du hier reinfilmst. Moment. Da befindet sich hier eine Kühltasche mit Kühlakku drin. Und das ist das isotonische Kaltgetränk. Jawohl. Gut gekühlt. Andreas. Du bist ein Schatz, der Beste. Dankeschön, Schätzchen. Wenn ich nicht vergeben wäre, ich würde dich sofort nehmen. Okay. So, wollen wir schnell wieder zumachen. Damit ich, da ist ein bisschen was anderes drin, damit es nicht warm wird. Und Leute, für ein Bier gibt es ein schöneres Plätzchen als hier an der Ruhr. Ihr habt's gehört. Komm mal rum. Da. Prost. Prost. Auf dein. Natürlich alkoholfrei. Auf dein Wohl. Prost. Prost. Ja, und die Ruhr lädt auch zum Rudern ein. Jetzt sind wir gerade in Bochum-Dahlhausen. Was hier auf der anderen Seite liegt, da ist das Eisenbahnmuseum, lohnt sich auch. Aber ja, keine Zeit für. Sind jetzt noch genau 40 Kilometer bis nach Hause. Und hier an der Ruhr entlang, mega schön zu fahren. Der Radweg. Grundsätzlich eigentlich ganz gut, bis auf so ein paar
Bodenwellen bis hin zur Eierreißer-Qualität. Da fliegt man fast aus dem Sattel. Da könnte man was machen. Aber ansonsten recht schön. Das sieht mir aus wie eine Schleusenanlage, eine alte. Horster Schleuse, Aussichtspunkt. Da oben nettes kleines Einfamilienhäuschen. Andreas, muss mal ein Foto machen. Da oben ein schöner, netter Wohnsitz. Und hier unten alte, schöne Industrieanlagen. Damals hatten Firmen noch schöne Architektur. Heute sind sie nur noch zweckmäßig. Ich mag diese Art vom Baustil. Und da geht's weiter. Immer der Ruhr entlang. Über Ruhr Hinsel, 1,7 Kilometer, keine Ahnung wo es ist. Essen-Zentrum 7,3. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir fahren jetzt gleich am Baldeneysee entlang. Und dann nach Werden und nach Kettwig. Und dann gucken wir weiter. Immer noch mächtig was los hier auf der Trasse. Ja, hier in Essen steht an der Ruhr. Raucht's und qualmt's überall. Hier wird überall gegrillt. Und da fällt mir ein, Family hat Wochenende auch gegrillt. Wenn ich zu Hause bin, fällt hoffentlich noch ein Stück für mich ab. Noch ein Grund, sich zu freuen, dass es nur noch 35 Kilometer sind. Wenn alle auch hier ihren Unrat nachher wieder mitnehmen, ist das eine tolle Sache. Ansonsten eher ein Unding. Ausgewiesener Radweg da ist. Ne? Soll ich dir Duisburger Radwege zeigen? Ich kann es auch verstehen, denn teilweise die sind von so schlechter Qualität, die Radwege, da tun dir alle Knochen weh, wenn du da fährst. Ne? Genau. Wenn du dann so ein Rennrad hast mit so schmalen Reifen. Hast du keine Chance. Ja, also da ist was nicht in Ordnung, ja. Das muss geändert werden. Ja, das Problem ist nur, es steckt hier keiner Geld rein. Guck mal, die Holländer haben in Utrecht 30 Millionen in die Verkehrsinfrastruktur gesteckt und das drei der größten Fahrradparkhäuser überhaupt gebaut. Wunderschöne alte Brücken. Ich denke mal eine alte Bahntrasse hier, wo wir drauf sind. Und ein Fotostopp. So wechselhaft ist auch die Ruhr. Hier ist ein kleiner Abzweig oder Zufluss, keine Ahnung. Muss ich hinterher nachgucken. Dann haben wir eine wunderschöne Eisenbahnbrücke. Vorhin war schon mal eine. Und da ist wahnsinnig viel Landschaft. Und die richtige Ruhr. Cool. Und man hört schon wieder Flugzeuge, die nach Düsseldorf einfliegen. Und nochmal ein kleines Schmankerl für meinen Enkel Finn. Hier wohnt Spider-Man. Das gibt's auch. Gänse. Und die kennen nichts. Zumindest keine Verkehrsregeln gültige. War jetzt schon das dritte Mal. Jetzt geht's hier an Rohrausläufern und Seitenarmen vorbei nach Essen-Werden. Okay,
31 Kilometer bis nach Hause. Und etwas über 80 jetzt gefahren. Und wir starten oder landen eine Maschine für Düsseldorf. Im Moment habe ich so die Richtungsorientierung vergessen. Aber vom Geräusch her würde ich sagen, der landet, der ist im Anflug. Ja. Einfach nur herrlich hier. So kann man Urlaub vor der eigenen Haustür machen. Und gar nicht teuer. Ja, da vorne radelt der Andreas. Ich komme so langsam kraftlos hinterher. Ich habe seit heute Morgen im Frühstück noch nichts gegessen. Wir haben jetzt mittlerweile 20 vor 6. Aber hier auf dem Weg liegt eine bekannte Currybude. Und da gibt es einen Schimanski-Teller. Oder eine Ruhrgebiet-Schlachtplatte. Egal wie man dazu sagt. Auf jeden Fall Currywurst rot-weiß mit Pommes. Das haben wir uns verdient. Sollte dann noch mal Energie geben für die letzten. Ja. Jetzt sind es 29 Kilometer. Dann wahrscheinlich 25. Wobei ich mir überlege, mir eine kleine Erleichterung zu verschaffen. Weil ab Kettwig bin ich einen Teil des Ruhrtalweges, nämlich den schon gefahren. Und den Berg da hoch muss ich mir jetzt heute nicht geben. Dann fahre ich vielleicht mit der S-Bahn von Kettwig aus, wo Andreas mit dem Auto steht. Nicht mit dem Auto, aber mit der S-Bahn nach Hösel. Das ist nicht wirklich eine Erleichterung, weil es sind ein paar Kilometer mehr. Aber ich spare mir den Anstieg, weil da habe ich jetzt im Moment kein Gas zu. Ist mir einfach zu warm. Obwohl im Moment wird es hier ein bisschen angenehmer. Über den Tag war es aber heftiger. Naja, mal gucken, wie es so wird. Da unten ist das Ziel der Begierde. Da gibt's den Schimanski-Teller. Ja, das ist der Baldeneye See hier. Bikertreff im Gleis 2. Ja, komisch, bei uns gibt es das Gleis 3. Ja, und hier wird jetzt geschmackofatzt. Pommes essen und da gibt es noch eine Dampferfahrt dazu. Aber nicht für uns, wir radeln gleich weiter. Aber jetzt gibt es erstmal Pommes Spezial. Mit frischer Energie vollgetankt. So Pommes Rot-Weiß Spezial. Hilft da schon mal ein gutes Stück weiter. Weil seit dem Frühstück war mir die Zeit jetzt doch zu lang. Wir haben jetzt 6:30. Ja, jetzt geht's noch 12 Kilometer bis Essen-Kettwig und dann werden sich die Wege von Andreas und mir trennen. Und dann mal gucken, ich werde da wahrscheinlich tatsächlich die S-Bahn nehmen und den Alternativweg nehmen. Aber jetzt will ich auch mal langsam nach Hause. Ja, hier am Baldeneye See, schönes Eckchen, auch aus der Luft. Da oben ist das Luftschiff, kein Zeppelin. Es ist ein sogenannter Blimp.
Der hat kein starres Gerüst innen drin, sondern ist eigentlich nur ein großer Ballon mit Motor und Kabine. Der kommt von der WDL, vom Flughafen Mülheim-Essen. Für ein relativ schmales Geld von 450 Euro kann man eine halbe Stunde einen Rundflug buchen. Es können immer 6 oder 8 Personen mitfliegen. Das Ruhrgebiet verdankt seine Größe Stahl und Kohle. Und da drüben steht schön am Ufer des Baldeneysees noch ein Förderturm. Ja, die Großen und Mächtigen haben hier an der Ruhr auch ihre Domizile gehabt. Das da oben ist die Villa Hügel der Krupsens. Da waren die Größen des Deutschen Reiches früher Hausgäste, selbst die Kaiser. Naja, lang, lang ist her. Jetzt ist das ein Ausstellungsgebäude. Ich habe damals mit meinen Eltern dort die Tutanchamun-Ausstellung gesehen. Kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich habe das Buch sogar noch irgendwo. War ganz interessant. Heute gehen ja nur noch die Kopien rum. Ja, jetzt radeln wir entlang des Baldeneysees auf einer super breiten ausgebauten Strecke, die aber nur jetzt so leer ist, weil heute Mittag müsste hier die Hölle gewesen sein. Umso angenehmer, dass wir jetzt um diese Uhrzeit hier sind. 23 Kilometer bis nach Hause, aber ich werde auf jeden Fall den Alternativweg nehmen, wie ich schon gesagt habe. Und ach, da hinten ist Zeppelin wieder. Nein, das Luftschiff. Jetzt bin ich selber in die eigene Falle getappt. Hier ist die Staumauer vom Baldeneysee und damit der Baldeneysee zu Ende und geht als Ruhr weiter. Hier ist Essen-Werden und jetzt geht es weiter nach Kettwig. Auch ein schönes Gebäude. Das ist hier nur Essen-Werden. Bekannt für die Folkwang-Schule, auf der Dieter Krebs und etliche andere waren. Aber auch für die Abtei und das Kloster Essen-Werden. Aber da hätte es mich beinahe gerissen. Ich dachte, als Andreas einen kleinen Schlenker von 200 Metern vorgeschlagen hat, wollten wir hier zur Abtei essen werden. Nö. Diese Eisdiele Kikas, die hat uns hier hingezogen. Und ich muss sagen, absolut okay. Weil perfekt gutes Eis. Danke Andreas für das leckere Eis. War ein guter Tipp. So geht's auch. Ich weiß, wie ich jetzt nach Hause komme. Du nimmst mein Rad und ich fahre mit dem Zug. Ja. Danke sehr. Nach dem köstlichen Eis, wo eine deutsche Eismeisterin tätig ist und alles selbst gemacht wird, werden wir wieder verlassen und fahren weiter parallel zur Ruhr Richtung Kettwig. Andreas hat dort sein Auto stehen,
und ich meinen Zug hoffentlich. Wären jetzt noch knapp 17 Kilometer, wir haben jetzt mittlerweile 7:30 und ich habe definitiv keine Lust mehr und ich höre da unten auch sogar einen Zug. Also irgendwas fährt da auf jeden Fall. Und nach 92 Kilometern bis jetzt, denke ich mal, ist es okay. Im Fazit werde ich nachher oder später, je nachdem, wann ich jetzt ankomme, kann auch sein, dass ich das morgen nachdrehe, mein Resümee dazu ziehen und vielleicht auch Schlüsse für die Touren in nächster Gelegenheit. Und mal meine komplette Planung für die nächsten Jahre komplett überdenken. Aber dazu halt später mehr. Jetzt heißt es erstmal abtrotteln. Und hier sind wieder lustige Bodenwellen. Riesenslalom an der Ruhr. Hier bei Kettwig oder kurz vor Kettwig ist die Ruhr auch wieder schön idyllisch, aber schon richtig breiter Fluss. Aber schiffbar ist sie erst ab Mülheim. Richtig, außer auf den Stauseen die Schifffahrt. Bahnhof Kettwig, 900 Meter. Nach mittlerweile 96,3 Kilometer haben wir Essen-Kettwig erreicht. Wir sind am Auto von Andreas, der gerade sein Fahrrad verlädt. Und was sagst du? 82,5 Kilometer ist er mir entgegen und mit mir wieder zurückgeradelt. Also Respekt. Dafür haben wir wirklich einen absolut schönen Tag gehabt. Mit tollen kulinarischen Highlights. Pommes und Eis und lecker Bierchen im Stiepeler Hof. Also ja, war echt klasse. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir Fahrrad zu fahren. Ja, wie geht's für mich jetzt weiter? Ich hätte jetzt noch so 17 Kilometer auf der Uhr. Die werden auch nachher nicht viel weniger, nur anders. Ich fahre jetzt mit der S-Bahn nach Hösel. Der Bahnhof ist so einen Kilometer von hier ungefähr weg. Und spare mir da oben hoch zu radeln. Da habe ich jetzt heute echt keinen Bock mehr zu. Und ja. Von Hösel aus muss ich auch noch ungefähr so 10 Kilometer fahren. Also ich bin da noch nicht zu Hause. Bei uns fahren immer noch keine S-Bahnen oder so. Jegliche andere Verbindung würde scheitern. Also es bleibt nur das Rad. Ich muss fahren. Ja, also geht's gleich vom Bahnhof aus weiter. Nachdem ich Andreas jetzt nun am Bahnhof hier unterhalb der Brücke verabschiedet habe, bin ich wieder Richtung Bahnhof gefahren. S-Bahn gefahren. Ich bin jetzt in Hösel. Und jetzt geht's nicht da hoch, sondern da hoch. Und dann kommt Ratingen-Lindorf. Da muss ich durch, über die gesamte Länge, durch den Wald und ab nach Hause. Ungefähr 10 Kilometer. Naja, gehen wir es an. Mittlerweile sind es 8:30 und
die Lust schwindet. Aber was muttert Mut, weil anders komme ich nicht nach Hause. Also packen wir auch das jetzt noch. Aber dann bin ich froh, wenn es ein Ende hat. Also bis jetzt waren es bis Kettwig 96 Kilometer heute, die 10 noch dabei oder eher sogar noch ein bisschen mehr. Dann ja, war das wieder eine erfolgreiche Etappe. Breitscheid 4 Kilometer, Lindorf lassen wir aber zum Teil liegen und dann ab durch den Wald nach Hause, straight away. Und am Ende bin ich sogar wieder auf dem Track. Der Radweg führt gleich unter der Autobahn durch. Da muss ich noch einmal eine Steigung im Wald fahren. Und dann bin ich schon so gut wie zu Hause. Ich glaube, von hier aus sind es jetzt so 3 Kilometer, 4 Kilometer. Bekanntes Terrain. Im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Wundere mich, dass es vorher nicht mehr so war. Scheinbar beflügelt mich doch die Nähe ans heimische Revier. Da ist schon die Autobahnbrücke, da geht es jetzt gleich unten drunter. Dem Andreas bin ich sehr dankbar, dass er mir entgegengefahren ist, als er gestern die Idee hatte, was zu machen. Habe ich gesagt, okay, schauen wir mal. Und es war richtig angenehmes Fahren. Zwischendurch hat er mich auch gut gezogen, wo ich schon fast schlapp war. Und die gemeinsamen Pausen, die ich sonst wahrscheinlich nie gemacht hätte, hätte irgendwo mal einen Salat und noch das Brötchen gegessen. Das wäre gut gewesen. Das mache ich jetzt gleich zu Hause. Das war jetzt clever. Tja, Biergarten leider abgefackelt. Hallo, jetzt Vorfahrt. Das war der letzte Anstieg. Jetzt kommt die letzte Abfahrt. Und der kleine Darth Vader vorne am Hügel, der zeigt mir den Weg. Möge die Macht mit uns sein. Da hinten, wo das Licht herkommt, da ist diese Strecke zu Ende. Dann geht's links, rechts, nämlich zu Hause. Doch mega. Ich freue mich gerade so richtig. Und noch mehr freue ich mich tatsächlich,
auch in den dunklen Abschnitten über die Leuchtkraft der Frontlampe. Ist doch mega, oder? Da ist es, das Ortsschild Duisburg. Jetzt noch einmal abbiegen und es ist vollbracht. 250 Meter und ich bin zu Hause. Nach über 230 Kilometern. Natürlich die Zugkilometer abgerechnet. Die werden ja gemogelt. Also von daher passt. Ja, was soll ich sagen, war eine geile Tour, hat mordsmäßig Spaß gemacht, die Übernachtung war klasse, der Campingplatz war klasse, heute hat es sich natürlich gezogen, dadurch, dass ich später weggekommen bin als geplant, 2 Stunden, die gefehlt haben, dann die gelungene Überraschung und Abwechslung mit Andreas auf Tour zu sein, hat alles gepasst. Ja, sogar Garmin hat erkannt, dass ich wieder zu Hause bin. Und das mit dem Lied musste jetzt einfach sein. Meine ersten 200 Kilometer oder über 100 Kilometer Etappen überhaupt. Also von daher, ja, eine Sache, die sich auf jeden Fall gelohnt hat, aber mich zum Nachdenken gebracht hat, was meine Planung angeht, habe ich ja schon gesagt, werde ich aber noch was zu sagen. Mache wahrscheinlich noch einen Anhang an dieses Video hinten dran, wo ich dann ein paar Sachen dazu sage. Will euch ja nicht im Regen stehen lassen. Aber ansonsten, ja, war mega. Und ich bin total geflasht noch, aber mir tut der Hintern weh, sonst nichts, nur der Hintern. Ja, jetzt werde ich eine Kleinigkeit essen, grillen, Haken dran, aber und ein Siegerbier trinken. Aber das fühlt mich heute echt nicht mehr. Ich will jetzt nur noch unter die Dusche und die Füße hochtun. Deshalb sage ich jetzt Servus, Ade, Moin, euer Harry Radl. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.